Hi und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Mein Name ist Camopixel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, euch mitzunehmen ins verstrahlte Ödland. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Wir sind auf dem Weg zum Wayward. Das ist unser nächster Anlaufpunkt. Wir wollen herausfinden, was ist mit der Aufseherin passiert, was ist mit dem Ödland passiert, was hat es mit diesem Partyhut auf sich. Keiner der Vaultbewohner ist zu sehen. Die Party ist vorbei. Wir sind der Einzige, der noch im Vault stecken geblieben ist. Kommen raus, nichts ist so, wie es einmal war. Die Party ist vorbei, die Leute sind weg. Und jetzt finden wir dieses Ödland in Appalachia vor. Überall gibt es was zu entdecken. Strukturen am Horizont, Strukturen vor der Nase. Die Aufseherin turnt hier irgendwo rum und sagte, sie hat ihren eigenen Auftrag. Wir müssen die Aufseherin finden und herausfinden, was sie vorhat. Dazu ist die letzte Info, die wir bekommen haben, dass wir im Wayward nach ihr suchen sollen. Das Wayward ist eine Bar, wo wir wohl weitere Auskunft erhalten können. Oh. Gutshof, Wixen. Wir haben wieder Gesellschaft hier. Wir schleichen mal ein bisschen rum. Düngemittel, Bastelbank. Ja, das ist alles Material. Oh, der ist direkt hier draußen. Zwei verbrannte und da oben verbrannte. Warum heißen die nicht mehr Ghule? Okay. Die haben schon mal nichts mitgekriegt. Da ist noch einer. Ein bisschen sneaky macht das Ganze ganz schön viel Spaß. So, was haben wir hier? 10 mm Patronen, eine Mistgabel nehmen wir natürlich nicht mit. Wir könnten uns schon auf den ersten 20 Metern, ui, so vollladen. 308er, 38er, ein Jagdgewehr, Impro-Pistole. Kann man die verkaufen oder verwerten oder sowas? Wo ist denn die dritte Leiche? Ah, da. 10 mm Patrone. So, wir haben Gegenstand, Waffen, Kampfmesser, Stufe 5, okay. Da ein Jagdgewehr, das wollen wir zu den Favoriten packen. 4 Schuss fürs Jagdgewehr, okay, und das ist noch nicht so repariert. Das wird sich bald ändern. Das Jagdgewehr ist eins der besten Waffen für den Anfang. Geht okay, er hat uns nicht Was? gefunden. Das sind wohl mehrere. Der hat uns auch nicht gesehen. Ein bisschen umlaufen. Sonst hat der automatische Alarmsignal verloren. Ah. Hat der eine Waffe in der Hand? Der hat eine Waffe in der Hand. Das ist also kein wilder Ghoul, wenn der eine Waffe bedienen kann. So. Munition über Munition. Und Futter. Man kann so viel plündern hier in Fallout, das ist unglaublich. An jeder Ecke gibt es etwas mitzunehmen, einzusammeln. Eine Waffenwerkbank, da können wir das vielleicht reparieren. Da werden wir jetzt mal kurz Blick drauf
werfen. Und zwar können wir auch Gegenstände verwerten. Und ich möchte diese improvisierten. Die hat, glaube ich, den besten Zustand. Das heißt, die können wir verwerten. Dafür bekommen wir diese Materialien. Challenge abgeschlossen. Noch eine Challenge. Okay, diese Challenge, die sind, glaube ich, saisonabhängig. Der mit dem Spiel direkt nichts zu tun. Das ist ein Parallel-Event. Weil wir das benutzen wir jetzt alles erstmal nicht. Das heißt, wir können es auch alles verwerten. Große Menge Schrauben. Da kriegt man Schrauben raus. Das ist ja sehr verblüffend. So, die Stufe 5 können wir nicht benutzen, können wir also verwerten. Kleber, achso, warte mal. Man kann hier gesamten Schrott verwerten. So, jetzt das weg. Jetzt können wir das Kampfmesser noch verwerten. Das ist natürlich das, was wir benutzen. Hier sind Lederrüstungen. Wir tragen schon Lederrüstung. Zum Teufel haben wir die denn hier? Lederrüstung, linkes Bein. Brauchen wir also nicht. Haben wir schon. Die Mehrzweck-Axt. Bisschen kaputt und viel zu langsam verwerten. Raider Rüstungstorso Mod. Jagdgewehr. Wir haben eine Laserpistole gefunden. Wo ist denn die her? Wir haben tatsächlich auch schon Munition dafür. Nice. Jetzt gucken wir mal. Herstellen, modifizieren und reparieren. Das geht wie. Das Jagdgewehr, das würde ich gerne. Oh, wir haben schon. Können das schon modden. Und unten links sieht man, die Reichweite wird deutlich erhöht. Dafür die VTS-Präzision, das ist nicht so schlimm. Es gibt uns noch mehr Präzision durch das Visier, aber erhöht natürlich den Rückstoß deutlich. Das ist ja klar. Aber das nehmen wir natürlich in Kauf. Haben wir sonst noch was? Hier haben wir Reflex. Wir könnten schon das Reflexpunktvisier aufbauen. Dafür brauchen wir aber Glas, nukleares Material und Silber fehlt uns. Standard aussehen. Okay, mehr gibt es da nicht zu machen. Wie ist es denn mit reparieren, untersuchen? Reparieren ist T. Reparaturkit, Reparaturwerkbank, umbenennen, heranzoomen. Da, reparieren mit Kleber, Aluminium und Stahl. Repariert. Hervorragend. Wir verlassen das Ganze. So, jetzt hat das Jagdgewehr wieder einen sehr guten Zustand. Wir haben zwar immer noch keine Munition dafür. Das heißt, wir gehen auch noch weiter mit der 10 mm Pistole durch die Gegend, aber Munition finden wir hier ja nach und nach. So. Was haben wir hier? Heruntergekommenes Haus. Okay, ich habe schon wieder jemanden gehört. Ich höre eine Katze. Eine Katze? Oh, ist er tot? Schritte. Da ist die Katze. Cheswick der Zweite. Klar. Ein Windspiel, was diese Melodie macht. Wo kommen die Schritte her? Oh.
Heieiei. Okay. So, ein bisschen Munition. Da hinten ist doch schon wieder einer. Mein Gott, ist das hier überrannt von Ghoulen? Warum tragen die Waffen? Ich verstehe nicht, warum die Ghoule Waffen tragen. Hallo. Also nicht mittlerweile. Momentan sind die noch sehr leicht zu töten. Ich höre Musik. Das berühmte Fallout-Radio. Okay, das ist auch ganz neue Musik. Das ist noch eine Werkbank. Was ist jetzt passiert? Strahlung. Oh, noch mehr Strahlung. Noch mehr Material. Es ist alles ohne Ende Material, das wird uns jetzt erstmal auf dem Weg zum Wayward Moor belasten. Deswegen müssen wir den Land da lang. Lassen wir das erstmal liegen. Ich weiß das immer in den Briefkästen. Ah, okay, da können Sachen drin sein. Oh, was für ein herrliches Wetter. Man kann gar nicht glauben, dass hier vor einiger Zeit noch Atombomben hochgegangen sind. Also irgendwie ist die Straße trotzdem zerstört. Aber Autsch. Schon wieder eine Challenge abgeschlossen. Redex ist gut zum Heilen und Munition. Hat er jetzt noch gestöhnt von dem Schlag? Geben uns hier mal in Sicherheit und drücken mal den Stufenaufstieg. Du hast ein ungeöffnetes Skill-Paket. Möchtest du es öffnen? Ja, natürlich. Sammelkarten. Meisterschütze, Reiseapotheke, grüner Daumen, Dromedar und wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückgeflogen kommt? Einen Stock. Okay. So, jetzt dürfen wir uns einen Punkt aussuchen. Dinge tragen. Nahkampf. Nicht schlecht. Wir wollten, wie gut wir schleichen können und Aktionspunkte. Ist nicht verkehrt. Wieso haben wir schon drei Intelligenz? So, dann nehmen wir die Aktionspunkte, regenerieren sich schneller, wenn deine Gesundheit weniger als 20%, einmal 20 Sekunden, automatisches Impact, nicht so, Waffenläufer, Geschwindigkeit, beim Sprinten wird um 10% erhöht, wenn du eine Pistole ausgerüstet hast. Revolver hält nicht automatischen Pistolen, verursachen 10% mehr Schaden. Aktionspunkte regenerieren sich schneller. Was nehmen wir? Aktionspunkte für Agility auswählen. Dromedar haben wir gekriegt. Alle Getränke löschen zusätzlich 25% mehr Durst für die Ausdauer. Das ist natürlich sehr gut. Meisterstütze Stufe 7. Offene Wahrnehmung, Verwenden des Visiers. Das können wir nicht benutzen. Grüner Daumen ist auch Wahrnehmung. Beim Sammeln von Pflanzen hältst du die doppelte Menge. Okay. Solange wir nichts haben. Reiseapotheke wäre Stärke Camps, darunter auch Stimpaks, wiegen weniger. Das macht natürlich super viel Sinn. Sehr schön. Dadurch fühlen wir uns
ein wenig sicherer im Ödland. Ich meine, man kann alles gebrauchen, um sich hier wohler zu fühlen, beziehungsweise Unterstützung zu bekommen. Also, ob die sich wieder erholt haben oder ob sie einfach nicht so viel abbekommen haben, aber das sieht nicht aus wie ein Ödland. Sieht aus wie ein Frühling. Eine größere, schon fast Siedlung. Oh. Kann man da dran? Wie ist es hell? Da läuft eine Kuh. Das sind Generatoren. Und hier wächst tatsächlich. Was ist es denn? Ah, das ist das Wayward. Das ist das Wayward, Leute, wir sind da. Wir sind endlich an unserem ersten Ziel angekommen. Neue sonstige Quest verfügbar. Quest über den Pip-Boy verfolgen. Ruhig. Das ist das Wayward. Wir gucken mal kurz bei Daten rein, weil Rückeroberungstag haben wir abgeschlossen. Ärger im Wayward ist, die Frauen haben mich zum Wayward geschickt. Das werden wir jetzt besuchen. Nebenquest ist es sonstiges. Stelle eine Waffe her, stelle ein Rüstungsteil her, platziere dein eigenes Camp. Tägliche Challenges und Ereignisse. Ja, wir gehen erstmal der Hauptquest nach. Ja, wie oft willst du das noch sagen? Also das Spiel läuft, finde ich, außerordentlich weich. Das ist schon mal sehr überzeugend. Workbench is this way. Das. Waffenwerkbank. Meine Lagerkiste. Challenge abgeschlossen. Entdecke das Camp der Aufseherin. Camp der Aufseherin? Tatsache, hier ist so ein Camp aufgebaut. Transfer. Gegenstände, die du den einer Lagerkiste hinterlegt hast, sind auch an jeder anderen Lagerkiste anderswo in der Welt verfügbar. Ah, sehr nützlich. Sehr nützlich. Das werden wir doch direkt mal ausnutzen und werden mal ein bisschen was ablegen. Also die Laserpistole, wo wir noch nicht so viel Munition haben, werden wir uns für später aufbewahren. Den will ich ganz gerne mal werfen. Die können wir alle verwerten. Wir haben fünf Granaten dabei, die Baseballgranate. Ja, die werfen wir uns auch. Rüstung haben wir nichts zum Ablegen. Kleidung tragen wir. Was ist mit unserem ganzen Essen? Wir sind nämlich schon bei 103 von 165. Das ist jetzt nicht wenig. Was zum Teufel wiegt denn so viel? 3, 10. Das Wasser wiegt so viel. Okay, also so viel Essen kann man dann doch nicht mitnehmen. Die Stimpaks wiegen 14. Das ist verdammt viel. Von 165 sind das fast 10%, die wir nur durch die Stimpaks voll machen. Antibiotika heilt eine Krankheit und reduziert die Erkrankungschance. Reparaturkit. H-Klammern. Verbessertes Reparaturkit. Verwerten und lagern Kit. Nuka-Tepper. Aufseher Logbuch. Vault 76. So habe ich da noch nicht reingehört. Bauplan. Vault-Tec. Überlebensrucksack. Schrott. Schrott können wir Schrott lagern, bitte.
Munition. Können wir, wiegt die was? Ach, 0,005, das ist gar nichts. Okay, dann nochmal bitte in die Gegenstände. Und zwar Holos, Aufseher, Logbuch, Vault 76. Aufseher-Logbuch, oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation. Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. Ich habe eine Aufgabe erhalten und beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich Ihnen davon berichte. Denn wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia 3 aktive Atomraketensilos, bevor die Bomben fielen. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Das darf nicht nochmal passieren. Also müssen wir alle Silos finden und sichern. Oder bei dem Versuch draufgehen. Ich hoffe auf Ersteres. Aber mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, was wir da draußen finden werden. Oder wo wir anfangen sollen. Ich habe die Anweisung erhalten, mich zum nächsten Bevölkerungszentrum zu begeben und die Lage einzuschätzen. Ich richte unterwegs ein Camp ein, sobald ich mich orientiert habe. Treffen Sie mich dort. Okay. Das werden wir. Die Aufseherin scheint wohl noch zu leben. Wir werden sie weiterhin suchen. Sie hat uns eine Nachricht hinterlassen gegen das Protokoll. Mal sehen, was sie vorhat, die junge Dame. Wir haben uns jetzt ein Outfit hergestellt, und zwar das Westküsten-Staubmantel-Outfit aus der Fallout-Serie. Kopfbedeckung habe ich allerdings die Ranger-Rüstung, also den Helm der Ranger-Rüstung gewählt. Der ist aus Fallout New Vegas, weil Widerstand verhindert der Schäden und Krankheiten durch Gefahren aus der Luft. Das ist natürlich sehr nützlich. Unterrüstung geht nicht. Das werden wir jetzt natürlich direkt uns einmal reinziehen. Da ist die Kleidung. Der Staubmantel und der Held, der zieht, der Helm, da zieht er natürlich den Partyhut und die Brille aus. Das ist aber überhaupt nicht der Rucksack. Okay, mit dem offenen Hemd sieht das mit dem. Helm tatsächlich ein bisschen merkwürdig aus. Wir schauen noch mal rein, was der okay. Die machen beide keine Werte, dann schauen wir noch mal rein, was das Ranger Outfit denn so hergibt. Oh ja, das sieht aber auch nice aus. Braucht mal ein bisschen Licht. Das sieht natürlich nett aus. Ja, wieso nicht? Wir haben doch eben diese Rucksack. Wann denn das? Können wir unseren jetzigen vielleicht modifizieren. Die Rüstung. Man kann den Pip-Boy modifizieren. Okay, habe ich noch nichts. Da, klein Voltec Überlebensrucksack. Plus 5 Tragekapazität. Ach so. Es gibt den Standardrucksack und den Voltec Überlebensrucksack. Ja, der sieht natürlich total Voltec-mäßig aus. Und dann gibt es den Standardrucksack in Grün. Und beide haben
plus 5% Tragekapazität. Ganz ehrlich, dann nehme ich lieber diesen Ranger-Rucksack. Mods haben wir dazu noch nicht. Zur Rüstung auch noch nicht. Ja, das passt doch. Das sieht doch ganz nett aus. Ja, nehme ich. So, was können wir hier noch machen? Liegt hier noch was rum? Können wir noch was herstellen? Versteck des Aufsehers Tatsache. Kleiner Rucksack. Bauplan. Achso, dann können wir den vielleicht selber herstellen. Also ich will mir jetzt nicht noch mehr essen. Moment, den Bauplan müssen wir erst. Bauplan müssen wir erst lernen, oder wie war das hier? Okay. Dann will ich noch mal kurz schauen. Ja, Rucksack, Tatsache. Jetzt können wir ihn herstellen. Ja, aus Leder, Stahl und Stoff. Verstehe. So, wir haben unseren aber schon vom Aussehen her angepasst. Und jetzt wissen wir ja schon, was mit der Aufseherin quasi in Anführungszeichen passiert ist. Das Wayward sollen wir immer noch besuchen. Das hat wohl nichts dann mit der Aufseherin zu tun. Sollen immer noch eine Waffe herstellen und unser eigenes Camp platzieren. Also eine Waffe herstellen, das werden wir ja wohl nebenbei noch hinkriegen. Und wir wollten ja auch noch die eine oder andere Sache verwerten. So. Was macht denn immer dumm-dumm? Kurzreichweiten-Zielfernrohr. Ach so. Erstellungsgegenstand. Ah, wir bekommen dadurch quasi diese Rezepte. Die können wir jetzt verwerten. Das brauchen wir noch. Das verwerten wir. So. Jetzt mal auf Herstellen gehen. Und uns die Impro-Waffe hin angucken. Die Impro. So, die. Komische Geräusche. Man kann ein Beil, das Mittelkampfmesser ist schnell. So, wenn wir jetzt auf Modifizieren gehen. Die Pistole hat ist aktuell mit dem kurzen Standardlauf. Wir können die mit einem Stummellauf ausrüsten, würde aber mehr Nachteile bringen. Der verlängerte Standardlauf macht eine erhöhte Reichweite, eine erhöhte Präzision durch das Visier und erhöhten Rückstoß. Das ist aber nicht verkehrt. Standardgriff, Magazin, Visier haben wir noch nichts. Standard aussehen. Okay. Achso, nee. Kampfmesser wollte ich noch schauen. Gibt es keine Anpassung? Zum Jagdgewehr haben wir alles, was wir brauchen. Was zum Teufel sind das für Geräusche? Wir sehen uns jetzt um. Im Wayward. Ist das ein Roboter? Tatsache, das ist ein. Und der ist freundlich gesinnt. Bessie. Bessie bewacht die Brahmin. Kann die Brahmin melken. Interessant.
Munitionsautomaten, Grill. So, Leute, wir sind endlich am Baywatch. Wir gehen rein. Was? Teaminstanz, ein privater Bereich für deinen Charakter. Nur du und deine Teammitglieder können sich hier aufhalten. Freunde und Fremde können hier nicht eintreten. Für wichtige Story-Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben, okay? In eigenen Instanzen wird seltener automatisch gespeichert. Stell dir vor, im Verlassen des Bereichs sicher, dass dein Questfortschritt gespeichert wurde. Okay. Verstehe. So. Nix los. Ärger, kümmere dich um den Angreifer. Angreifer. Lady, ich wisch den Boden mit dir auf, wenn du mir nicht sofort verrätst, wo Crane Schatz ist. Schätzchen, ist dir nicht gut? In meiner eigenen Bar mit einer Waffe auf mich zu zielen, ist keine gute Idee. Sieh dich um. Glaubst du etwa, wir zimmern einen Ort aus Wohnmobilen zusammen, weil wir so geizig sind? Sehe ich so aus, als wüsste ich, wo der Schatz ist? Halt's Maul! Wo ist Crane? Ich gebe dir 10 Sekunden! 10? Tu das lieber nicht. 9? 8? Gut. 7? Selbst schuld. Nicht auf den Tisch schießen! Er gehört uns! Wieso hat er den Schuss in den Kopf überlebt? Ich hoffe, du willst dir nur nett was trinken. Einmal pro Tag bedroht zu werden, reicht mir völlig. Das glaube ich. Duchess. Nicht gerade der beste erste Eindruck. Hatte mir das anders vorgestellt. Tut mir leid, Schätzchen. Die erste Runde geht auf mich. Ich heiße Duchess. Kann ich was für dich tun? Und ob? Worum ging es? Hat er was von einem Schatz erzählt, wenn vielleicht? Wenn ich das wüsste, Schätzchen. Der ist hier reingeplatzt und wollte, dass ich ihm verrate, wo ein Kerl namens Crane steckt. Den muss ich wohl irgendwann mal bedient haben. Seitdem kommen hier nur lauter Gestalten vorbei, die mir das Leben schwer machen. Das ist nicht gerade gut für das Geschäft. Brauchst du Hilfe mit diesen Typen? Jetzt, wo du es sagst. Ich könnte ein paar extra Hände brauchen. Dieser Bursche, den du umgenietet hast, war nicht der erste von seiner Bande hier. Aber hoffentlich der letzte. Normalerweise schicke ich ja meine eigenen Leute zum Aufräumen los. Aber mein Rausschmeißer ist mir abgehauen. Wenn du das für mich in Ordnung bringst, zahle ich dir gutes Geld. Kann ich dir mal gebrauchen. Wie wär's? Ich würde mir gern zuerst diesen Plan anhören. Klingt fair. Also, zu den Einzelheiten. Diese Burschen haben sich alle nach Crane erkundigt. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Wie würdest du die Aufmerksamkeit von einem Haufen entschlossener Schläger auf dich ziehen? Okay, jetzt haben wir die Auswahl. Mit Charisma, Einladung per Post. So hat meine Mama das jedenfalls bei meinen Geburtstagsfeiern gemacht, aber da ist auch niemand gekommen. Wird wohl kaum funktionieren. Intelligenz plus 2. Du willst, dass ich mich als Crane ausgebe, oder? Das hört sich doch gut an. Kluges Köpfchen. Und ich weiß auch, wie wir das anstellen. Kleinen Moment noch. Was hat sie vor? Okay, ich glaube, das könnte... kleine Vorwarnung. Architektur ist nicht gerade meine Stärke. Ha, nicht übel. Ich habe hier einen Bauplan für ein maßgefertigtes Schild gebastelt. Von Cranes Schatzsuche und Co. Falls es richtig funktioniert, sollte es eine Werbebotschaft aussenden, um die Aufmerksamkeit dieser Bande zu erregen. Kinderspiel. Kinderspiel. Du musst es bloß bauen und dann das Band benutzen, das verkündet, dass du geschäftsbereit bist. Dann musst du diese Trottel nur noch dazu bringen, dir zu verraten, wo ihr Boss sich versteckt.
Die haben euch im Vault ja sicher alles über Baupläne und so weiter beigebracht, oder? Klar. Klar, ich weiß, wie man Gebäude nach Bauplänen errichtet. Ich soll ein Schild bauen? Bist du verrückt? Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Woher weißt du, dass ich aus einem Vault komme? Ihr Vault-Jungs und Mädels verhaltet euch ganz anders, als wärt ihr wichtig. Und dein Pip-Boy verrät dich sowieso. Aber darum geht's jetzt nicht. Kannst du mit diesen Bauplänen was anfangen? Klar. Das höre ich gerne. Hey, der gute alte Mord kann natürlich auch dein Gedächtnis auffrischen. Wie meinst du das, Mordecai? Ich will ja nicht angeben oder so, aber ich habe ein paar Bänder zu genau diesem Thema. Oh, Mord, nicht die Bänder. Sprich mit Mord. Er kann deinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen. Aber du musst natürlich auch Material besorgen. Davon sollte hier aber genug herumliegen. Ich schnüre dir ein kleines Paket. Ich leg noch ein paar Rationen drauf, damit du nicht verhungerst. Danke, Duchess, ich habe noch überhaupt nichts zu essen dabei. Wahrscheinlich musst du einiges davon auseinandernehmen. Aber da du mir so einen großen Gefallen tust, kann ich dir auch ein bisschen Material für die Werkbank geben. Danke. Wer weiß, vielleicht lernst du sogar was dabei. Ich hoffe doch. Also, was ist? Wollen wir mit der Show loslegen? Klar. Aber vorher will ich wissen, ob du die Aufseherin gesehen hast. Die Aufseherin? Du bist also die besagte Person. Nein, hab sie nicht gesehen, aber gehört habe ich sie. Meine Leute haben ein Band gefunden, das sie für einen ihrer Bewohner in dem Lager auf der anderen Straßenseite hinterlassen hat. Ist allerdings schon eine Weile her. Vielleicht ist es ja für dich gedacht. Ich gebe es dir gerne, solange du bereit bist, uns zu helfen. Legen wir los. Ausgezeichnet. Wird höchste Zeit, dass wir die Trottel endlich loswerden. Wenn du sie findest, dann sorge nur dafür, dass ihr Anführer die Botschaft versteht. Finger weg vom Wayward. Hier, das Band der Aufseherin. Sie hat das Lager wohl errichtet, damit ihre Bewohner lernen, auf sich selbst gestellt zu sein. Könnte sich lohnen, falls du eine Auffrischung brauchst. Ja, Quest abgeschlossen. Ärger im Wayward. Jetzt haben wir neue Quests. Wir sollen uns das Kapitel Camp auf anhören. Wir haben die Quest Auftragsjäger. Das heißt, wir helfen Duchess und ihrem Freund Mordecai mit ihrer mit den Resten der Schlägerbande oder was auch immer das gewesen ist. Hast du jetzt noch die... Schön, dass Vault-Tec sich um einige Leute gekümmert hat. Gerüchte halber werden die Leute einfach in die Wildnis entlassen mit nichts als ein paar Rationen und einem schicken Anzug. Viel Glück! Nun mach dir mal keine Sorgen. Du bist jetzt in guter Gesellschaft. Super. Hier hilft man sich gegenseitig aus. Also, was kann ich für dich tun? Tja. Was kannst du mir beibringen? Ich bin genau die Person, die dir mit deinem Problem helfen kann. Aber wenn ich helfen soll, wird dich das was kosten. Na klar, was sonst? Was ist das? Hör zu, ich hab diesen Plan. Mhm. Du wirst mir helfen, reich zu werden. Natürlich, ich... Weißt du, die wahren Gewinner während des Goldrauschs waren nicht die Schürfer, sondern die, die den Goldgräbern ihre Schaufeln verkauft haben. Ich handle wohl nicht wahr mit Schaufeln, sondern mit Wissen. Ich kann Orte erreichen, die euch Typen mit eurer Rat-anfälligen Haut vorenthalten sind. Das ist eine Marktlücke, Mord. Ich verkaufe also, was ich im Köpfchen habe, und du wirst das Ganze für mich testen. Ich habe diese Holobänder aufgenommen. Darauf befindet sich alles, was ich über diese Camp-Dinger weiß. Hör sie dir mal an und lass mich wissen, was du von ihnen hältst. Alles klar, von mir aus höre ich mir an. Wirklich? Danke vielmals. Ich meine, danke. Aber komm wieder, wenn du sie ausprobiert hast. In Ordnung? Gab es sonst noch etwas, worüber du reden wolltest? Nö. Nee. Dann ein andermal. Ja, hat er sich kurz gefreut, der Mord. Wollte aber nicht zugeben.
Also, nächste Aufgabe, außer die Restrooms im Wayward zu besichtigen, wird sein, uns die Baupläne durchzulesen, die Kapitel der Aufseherin über das Camp anzuhören, die Logbücher, nein, die Holobänder von dem guten Mord anzuhören, um unser Camp zu errichten. Ich würde sagen, das machen wir irgendwo hier in der Nähe. Es geht da um die Quest, es geht da um die Einführung in das Camp-System, die Einführung in das Bausystem. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Wir müssen uns ein bisschen herantasten, wie das ganze Bausystem aufgesetzt ist, Materialien sammeln und Schlüssel erforderlich. Oh, nee, da wollte ich auch gar nicht rein. Materialien sammeln, unser erstes Camp errichten, so etwas wie ein Unterschlupf. Ich meine, eine Lagerkiste besitzen wir ja schon in diesem provisorischen Camp der Aufseherin. Aber das Ganze ein bisschen größer aufzusetzen, vielleicht auch mit einer Möglichkeit des Rastens, des Übernachtens, ist nicht verkehrt. So wird das unser nächstes Ziel sein. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich durchs Ödland begleitet habt. Wieder einmal, wenn ihr Fragen habt zum Video oder dem Spiel, stellt sie gerne in den Kommentaren. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da und bis bald. Achtung, Bürger. Was? Ein Atomschlag steht bevor. Was? Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Dazu sage ich nur und bis bald.